Leben in Zeiten der multiplen Krise, studentische Ringvorlesung an der Uni Kassel. Ja, herzlich willkommen zur inzwischen 12. Sitzung dieser Ringvorlesung. Und das ist eine besondere Sitzung, weil sie bilingual stattfindet. Hoffentlich klappt das Experiment, das heißt auf Deutsch und auf Englisch. Wir haben zum einen mit Mario Candeas einen Referenten, der seinen Vortrag auf Deutsch halten wird. Und mit Juan Roch González von Podemos jemanden, der auf Englisch sprechen wird. Und im Anschluss dürfen Fragen gestellt werden oder Diskussionsstatements sowohl als auf Deutsch als auch auf Englisch. Und wir versuchen so ein bisschen zu übersetzen. Gibt es irgendjemanden im Raum, der überhaupt kein Englisch versteht? Dann wäre es vielleicht empfehlenswert, sich irgendwie neben Personen zu setzen, die Englisch sprechen in ihrer Umgebung. Naja, das ist gut. Bevor wir jetzt gleich offiziell loslegen, müssen wir mal wieder so einen kleinen organisatorischen Block einschieben, und zwar zur Klausur, also für alle Studierende, die eine Klausur in dieser Veranstaltung schreiben wollen. Falls Sie die Frist verpasst haben, sich anzumelden offiziell, bitten wir Sie, uns mit folgenden Informationen, die hier an der Tafel stehen, eine E-Mail zu schreiben. Dann gibt es die Möglichkeit, sie nachzutragen im HISPOS. Aber es ist sehr wichtig, dass Sie, wenn Sie eine Studienleistung oder Prüfungsleistung schreiben, dass Sie sich bei uns melden, eben mit Ihrem Namen, Matrikelnummer und so weiter. Also bitte schreiben Sie sich das auf. Des Weiteren, die Klausur findet am 16. Februar statt. Und für alle, die nachgefragt haben, nochmal, was darin vorkommt, es werden keine genauen Begriffsdefinitionen erwartet. Das heißt, es wird nicht erwartet, dass Sie irgendwelche Definitionen aus dem Lexikon auswendig gelernt haben, sondern es gibt immer bei Begriffsdefinitionen verschiedene Möglichkeiten, diese Begriffe zu definieren, und uns geht es darum, dass Sie einfach eine plausible Version dessen schreiben. Okay? Und für alle, die im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich Bachelor Wirtschaftswissenschaften eingeschrieben sind, den Sitzschein können Sie in der nächsten Woche hier in der Sitzung abholen, also nach der Veranstaltung. Okay, welcome also to all the English speakers. Sorry for speaking so much German. It's the 12th session and the only session that is bilingual so far. And that's a challenge because we have only 90 minutes, but we try to speak in German and English. We have two wonderful guests here, which I will introduce in a minute. The presentation that I will just give a short overview of what we did so far will be in German. I will try to sum it up in English afterwards. And I will present also Juan Roch in English. And we have with Mario Candeas a guest that will speak in German. So for those English speakers that do not speak German, please try to sit next to someone who speaks German and who can maybe translate then. But hopefully you will also be able to understand from the slides what the general context is. And if you have any other questions, just raise your hand and we'll try to figure it out. Okay, zum letzten Informationsteil, bevor wir offiziell mit dieser Veranstaltung beginnen. Und zwar findet diesen Donnerstag, also am 28. Januar um 12 Uhr, eine sehr spannende Veranstaltung hier im gleichen Hörsaal statt. Und zwar im Rahmen der Lehrveranstaltung Was ist Politikwissenschaft? Von und mit Professorin Sonja Buckel, die an dieser Stelle auch schon Anfang Dezember einen Vortrag gehalten hat zum europäischen Grenzregime. Und in dieser Vorlesung wird Maximilian Pichel als Gastdozent auftreten und zum NSU-Komplex sprechen und vor allem zu der Rolle der Staatsapparate im NSU-Komplex. Also es verspricht spannend zu werden, natürlich kostenlos und frei zugänglich für alle Interessierten, diesen Donnerstag um 12 Uhr. Zur Erinnerung für alle Gäste, die unregelmäßig hier sind, wir haben uns ausgiebig beschäftigt mit Analysen zur Finanz- und Euro-Krise, sowie mit multipler anderer Krisenerscheinungen in letzter Zeit, vor allem mit dem Bezug zu Migration und Flucht, aber auch mit dem Bezug zu Geschlechterverhältnissen. In der vergangenen Woche haben wir dann mit Klaus Wieselski und Alexander Gallas die Rolle von Gewerkschaften und vor allem von gewerkschaftlichen Kämpfen analysiert. Und in einem sehr provokanten oder einem relativ provokanten Statement hat Herr Wieselski darauf hingewiesen, dass es Gewerkschaften sind, die das Soziale in die soziale Marktwirtschaft bringen, beziehungsweise Gewerkschaften sind diejenigen, die dafür verantwortlich sind, das Soziale in der Marktwirtschaft zu erhalten. Unsere heutigen Gäste nehmen vermutlich eine radikalere Position ein und würden Herrn Wieselskis Statement zumindest anfügen, dass es derzeit viel mehr neue Allianzen zwischen sozialen Bewegungen und neuen Parteien sind, die die herrschenden, extrem ungleichen sozialen und ökologischen Verhältnisse herausfordern.
Wir hatten bereits an verschiedenen Stellen gehört, dass als Folge des europäischen Krisenmanagements und insbesondere als Folge der erzwungenen Austeritätspolitik in Südeuropa soziale Bewegungen einen Aufschwung erlebt haben. In Spanien organisierten sich die Proteste in neuen Bewegungen wie der 15M-Bewegung oder der PA, einer Plattform gegen Zwangsräumungen. Und diese Bewegungen hatten im Wesentlichen zum Kern, dass sie die zivilgesellschaftliche Rückeroberung der Gestaltungskompetenz grundsätzlicher Lebensbedingungen auszeichnete. Das heißt, Fragen um Wohnraum, Arbeit, Bildung, politische Partizipation und Zugang zu einem angemessenen Gesundheitswesen. In diesen Bewegungen befanden sich oftmals Menschen sehr unterschiedlicher politischer Positionierungen, Klassen und Altersgruppen. Und in diesem Kontext hat die spanische Partei Podemos sich gegründet in Verbindung mit den Bewegungen mit dem Ziel, eine populare Vereinigung von politischen Kräften zu erreichen, die einen grundlegenden politischen Transformation in Spanien befördern kann. Bei den vergangenen Parlamentswahlen im Dezember 2015 wurde Podemos mit 20% die drittstärkste Kraft hinter den Konservativen und den Sozialisten und hat sich somit als unumgängliche politische Kraft im spanischen Parteiensystem etabliert. Vor diesem Hintergrund diskutieren wir heute über die Entstehung, Widersprüche, Schwierigkeiten und Perspektiven eines neuen Linkspopulismus in Europa. Und ich freue mich sehr, dass wir mal wieder zwei sehr kompetente Referenten für diesen interessanten Abend gefunden haben. Einmal mit Mario Candeas, dem Direktor des Instituts für Gesellschaftsanalyse in Berlin, und mit Juan Roch, PhD-Kandidat an der FU Berlin und Mitglied der spanischen Partei Podemos. For the English speakers, a very short wrap-up. We have discussed a lot of the financial and euro crisis before. We have also looked at different multiple crisis phenomena, especially in terms of the crisis in gender relations, but also in terms of migration and the European border regime. Last week, we had Klaus Wieselski and Alexander Gallas here, who gave an overview of the role of trade union and trade unions' role in strikes and political fights for alternatives. And today, we'll look at the role of left populism and the new parties that evolved, especially in Southern Europe with Syriza, but of course also with Podemos in Spain. And we have two guests here, Mario Candeas, who is the director of the Institute for Critical Social Studies? Analysis in Berlin, and Juan Roch, as I said already, PhD candidate from the Freie Universität Berlin and also a member of Podemos. I will briefly introduce the two and then I will finally give over the microphone to Mario, who will start his presentation. Mario Candeas studierte Politikwissenschaften an der FU Berlin und wurde 2004 promoviert mit einer Arbeit zu Neoliberalismus, Hochtechnologie und Hegemonie, Grundrisse einer transnationalen Produktions- und Lebensweise. Er beschäftigt sich aktuell viel mit Analysen zur multiplen Krise, die in seinen Augen eine organische Krise des Kapitalismus ist, und mit radikalen sozialökologischen Strategien einer Gesellschaftstransformation. Was genau darunter zu verstehen ist, werden wir vermutlich noch weiter hören, entweder jetzt im Vortrag oder dann eben anschließend in der Frage- und Diskussionsrunde. Mario Candeas ist seit 2007 bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung angestellt und leitet dort, wie bereits erwähnt, eben das Institut für Gesellschaftsanalyse, welches sich im Großen und Ganzen mit kritischen Analysen verschiedener gegenwärtiger Krisen beschäftigt und vor allem auch nach wirksamen Perspektiven und Möglichkeiten sucht, eine Vernetzung und Reorganisierung der gesellschaftlichen Linken voranzutreiben. Kurz gefasst, ein Sammelsurium für aktivistische Akademikerinnen, die Bewegungs- und Parteipolitik machen. Mario Candeas ist Redakteur der Zeitschrift Luxemburg und der Fachzeitschrift Das Argument und arbeitet am historisch-kritischen Wörterbuch des Marxismus mit. Und er hat zahlreiche Artikel und Bücher bzw. Buchkapitel geschrieben. Und ich möchte an dieser Stelle lediglich auf eine Publikation gemeinsam mit Eva Völpel hinweisen, ein Buch, das 2014 im VSA-Verlag erschienen ist und das auch kostenlos als PDF online erhältlich ist. Und zwar Plätze sichern, Reorganisierung der Linken in der Krise zur Lernfähigkeit des Mosaiks in den USA, Spanien und Griechenland. Und wie gesagt, Mario Candeas wird als Erster sprechen und einen Überblick geben über die Euro-Krise oder die organische Krise und vor allem, was es zu tun hat mit der Entstehung von neuen politischen Parteien und dem Zusammenarbeit von linken Parteien und Bewegungen.
Juan Roig González studies sociology in Catalonia in Madrid, and he is currently, as I already mentioned, a PhD candidate at the Freie Universität Berlin. He is specialized in analyzing populism and the emergence of new political parties in Europe, of course in the context of the contemporary crisis. He also did research on new social movements in Spain and Europe, particularly focusing on the role of traditional media and new information and communication technologies in these movements. He is an active member of the Berlin branch of the political party Podemos, and as such has also participated in and organized various events such as demonstrations, political campaigns, or public talks. Juan was also the Podemos speaker at the demonstration Nein, Ochi, No zur Sparpolitik, Ja zur Demokratie, which was organized last summer by Blockupy in solidarity with the referendum in Greece. And he will talk more about the economic effects that the crisis had in Spain and how in that context Podemos emerged. Nun wünsche ich euch einen interessanten Abend. Very interesting discussion, and Mario, you have it. Ja, vielen Dank. Freue mich mal wieder in Kassel zu sein. Bin schon oft hier gewesen, aber so langsam kann man ja davon reden. Facebook-Nutzer wissen es schon, dass mir vorkommt, als ob Kassel schon das neue Marburg ist. Das wissen nur Eingeweihte, was gemeint ist. Also sozusagen eine linke Hochburg, wo kritische Wissenschaft wieder gemacht werden kann nach vielen Jahren eines, sagen wir mal, Tiefs. Ich freue mich auch, dass ihr schon alles über die Krise wisst, weil dann kann ich direkt reinspringen und muss gar nicht mehr so viel erzählen, wie das alles entstanden ist. Denn jetzt könnte man sagen, rechthaberisch, wir, also die Linken, hatten es ja irgendwie vorhergesagt, seit 2008, wir leben in bewegten Krisenzeiten. Die Ereignisse und politischen Wendungen überschlugen sich, mitten kann man kaum noch hinterher, geschweige denn vorne dran, wie beim griechischen Gott Kairos, der den Zopf ja nur vorne hat, wo man also den vorne erwischen muss, wenn man überhaupt noch mit den Ereignissen mitkommen kann, um nicht einfach überholt zu werden. Für viele von uns war 2015 ein Jahr, kleiner Siege und großer Niederlagen. Nicht immer fiel es leicht, ein niedergeschlagenes politisches Grundgefühl abzuschütteln, ein Mindestmaß an Handlungsfähigkeit zu bewahren. Und die nächsten Monate werden sicherlich nicht viel weniger aufregend. Wir brauchen also nüchterne, geduldige Menschen, die nicht verzweifeln angesichts der schlimmsten Schrecken und sich nicht an jeder Dummheit begeistern, wie es Antonio Gramsci in einer anderen Situation, einer sogenannten organischen Krise in den 20er und 30er Jahren, also das ist die Referenz bei ihm, mal aufgeschrieben hat. Warum organisch? Weil es nicht einfach um eine ökonomische Krise geht, sondern sozusagen um die gesamte Konstitution, die Verhältnisse zwischen den unterschiedlichen Bereichen in der Gesellschaft sich in Auflösung befinden, was nicht einfach heißt, es gibt keine Ordnung mehr oder sowas, sondern es gibt natürlich noch dominante Strukturen. Wir sehen es natürlich an den neoliberalen Institutionen und Herrschaftsapparaten, die sind immer noch fest im Sattel, aber sozusagen eine aktive Zustimmung und gerade ein vorwärtsweisendes Projekt, was große Teile der Bevölkerung aktiv unterstützen, ist nicht mehr sichtbar. Also die Zeit lässt einen atemlos. Seit Ausbruch der großen Krise 2008 beschleunigt sich die Dynamik immer wieder wellenartig, wechselt das Terrain, scheint ein Krisenphänomen gelöst, taucht an anderer Stelle schon wieder ein neues aus. Nach der Unterwerfung von Syriza, also beziehungsweise der von ihr geführten Regierung, kam der Sommer der Migration, mit dem keiner so gerechnet hatte. Was den Bewegungen gegen die Austerität nicht gelungen war, gelang der Selbstermächtigung der Menge, nämlich tragende Säulen des EU-Regimes, das Dublin-Abkommen, über Nacht einzureißen. Und in Reaktion auf dieses Ereignis fiel gleich die nächste Säule europäischer Institutionen, nämlich mit der Wiedereinrichtung von Grenzkontrollen ist das Schengen-Abkommen vorläufig zumindest obsolet. Es zeichnen sich heftige Risse im europäischen Machtblock ab. Der Umgang mit der Debatte um die Geflüchteten und die Reaktion auf die Terroranschläge mit der Ausrufung des Ausnahmezustands sind zwei weitere starke Indizien eines wachsenden Autoritarismus der Regierenden.
In den Politiken des Krisenmanagements in der EU zeigte sich bereits eine autoritäre Wendung des neoliberalen Projekts. Sie hatte sich schon vor der Krise angedeutet. Immer wieder wurde die europäische Ebene genutzt, um als Hebel gegen Sozial- und Arbeitsrechte eingesetzt zu werden und die Kapital- und Marktlogik zu stärken. In der Krise aber verdichtet sich diese antidemokratische autoritäre Wendung zu dem, was Lukas Oberndorfer und andere den autoritären Konstitutionalismus nennen. Das heißt, Krisenmaßnahmen jenseits des bestehenden rechtlichen Rahmens werden nur mehr Recht als Schlecht dann nachträglich vertraglich abgesichert, manchmal auch nicht. Gern auch mit blankem Zwang, wie etwa im Falle Griechenlands. Verbunden mit der Immunisierung der Institutionen gegen Ansprüche aus der Zivilgesellschaft oder gegen Wahlergebnisse in einzelnen Mitgliedstaaten. Folge ist, in der EU wächst eine demokratische Entmutigung von großen Teilen der Bevölkerung sich zur Krise der Repräsentation aus. Spektakulär waren die Stimmengewinne der nationalpopulistischen, rechtsradikalen und neofaschistischen Kräfte schon bei den letzten Europawahlen. Nicht nur in Ungarn oder Polen, wo ja viel immer berichtet wird. Vor allem in Großbritannien und Frankreich, wo mit UKIP und der Front National neue, breit in der Bevölkerung verankerte, man könnte sagen, Arbeiterparteien entstanden sind. In Frankreich sogar mit dem Anspruch, die Führung im Parteiensystem zu übernehmen. Und nicht zuletzt bei uns natürlich. Die Euro-Kritik alleine hätte den Aufstieg der AfD kaum konsolidieren können. Zu eng war die Programmatik auf den Euro zugeschnitten, zu sehr von den wütenden marktradikalen Professoren getragen, die unter anderem den, sagen wir mal, unteren Gruppen in der Gesellschaft eher mit einer sowas wie Arroganz gegenüber traten, anders eben als die sogenannten oder neuen Arbeiterparteien Front National oder UKIP. Erst das strategische Aufgreifen und Verstärken von antifeministischen, antimuslimischen, homophoben, antiliberalen und gegen Minderheiten gerichtete Positionen ermöglichte der AfD, entgegen ihrer ursprünglichen Zusammensetzung, auch die Missstimmung von unten in populare Zustimmung zu verwandeln. Gegen die da oben und die da unten. In ihrem Kulturkampf bricht die Partei mit vermeintlichen Tabus und Political Correctness, spricht aus, was man doch eigentlich hätte schon immer laut sagen dürfen, aber doch verbreitete, was man nicht laut sagen dürfe, aber doch weit verbreitete Volksmeinung sei. Eine Taktik, wie sie bereits Thilo Sarrazin erfolgreich vorgemacht hatte und viele andere. Nicht zuletzt mit den Polemiken gegen die Einwanderung in unsere Sozialsysteme gelingt das Aufgreifen und eine Ethnisierung der sozialen Frage. Die prekäre Wohlstandsinsel Deutschland, bislang ja scheinbar verschont von der Krise, soll vor illegitimen fremden Ansprüchen geschützt werden, egal ob Sinti und Roma aus Rumänien und Bulgarien, vor überhöhten Ansprüchen von Sozialhilfeempfängern, vor Rettungsaktionen für Krisenländer wie Griechenland, vor den Eurokraten und den globalen Bankkonzernen, aber auch gegen die Bedrohung von Identitäten durch Überfremdung, durch Anwanderung oder Umerziehung durch die Post-68er und diese komischen Feministinnen. Was zunächst als spezifischer Elitendiskurs mal begonnen hat, wurde zu einer populären Stimmung, die etwa von Pegida aufgegriffen wurde. Die Verknüpfung der beiden Flügel der AfD begründete den Erfolg. Nach der Abspaltung des Lucke-Flügels schien für einen kurzen Moment die AfD schon vor ihrem Ende. Und dann nutzte man die Bewegung der Flüchtenden, um mit einer Radikalisierung rassistischer Positionen eigentlich zu reüssieren. Europa in diesem Gesamtbild ist keine Hoffnung mehr. Die Absetzbewegungen nehmen zu. In England und Finnland stehen sogar Abstimmungen über die weitere Mitgliedschaft in EU bzw. Euro an. Wenn es keine Alternativen zum Herrschenden gibt oder sie nicht sichtbar werden, wachsen in der Krise der Repräsentation rechte Kräfte. Das ist historisch oft gerne so gewesen. Der umgekehrte Satz gilt nicht ganz, aber wo es starke linke Kräfte gibt, ist zumindest die Wahrscheinlichkeit höher, dass diese Entwicklung nicht in derselben Form stattfindet oder sogar zurückgedreht werden kann. Es ist zumindest auffällig, dass die Rechte in Irland und Portugal, wo es starke linke Parteien gibt, nicht ohne starke Kraft gewinnt. Selbst in Großbritannien geht mit der Wahl Corbyns als neuen Labour-Vorsitzenden der Stern von UKIP weiter abwärts.
bei Umfragen von ehemals 23% nun auf unter 10%, wofür es natürlich viele Ursachen gibt. Das kann man jetzt nicht nur Corbyn zuschreiben, ist klar, aber ist zumindest ein Indiz. Am stärksten kann man das aber natürlich beobachten in Griechenland und Spanien. In Griechenland mit der Besonderheit des ebenfalls ja aufsteigenden Sterns der goldenen Morgenröte, also der neonazistischen Partei vor Ort, die aber zurückgedrängt werden konnte. Damit sind wir also beim eigentlichen Thema für heute, der Entstehung linker Parteien neuen Typs, wobei das schon eine Verengung ist. Es geht um breite gesellschaftliche Veränderungen, um eine dynamische Umwälzung und Reorganisierung des politischen Feldes, also auch des Parteiensystems. Vor dem Hintergrund des 2011 begonnenen Bewegungszyklus sind hier zwei recht unterschiedliche Parteien entstanden, die gerne in einen Topf geworfen werden. Vorangegangen sind beiden enorme gesellschaftliche Mobilisierungen, sie wurden kurz in der Vorstellung schon angesprochen, ausgehend von der Bewegung der Platzbesetzungen auf der Puerta del Sol sozusagen, enigmatisch in Madrid, und auf dem Syntagma-Platz in Athen. In beiden Ländern waren die Platzbesetzungen der Raum, an dem die isolierten Gruppen aus ihren jeweiligen sozialen Kontexten, Nischen, Szenen heraustreten und sich begegnen konnten. Ein unorganisiertes, subkulturelles, vermeintlich postpolitisches Milieu und organisierte Splittergruppen, internetaffine junge Aktivistinnen und alte Linke aus sowohl globalisierungskritischer oder anarchistischer Bewegung oder linken Parteien, Aktive aus der gewerkschaftlichen Basis und alte Kämpferinnen gegen die jeweiligen Diktaturen, um nur einige zu nennen. Wobei die Senioren in Spanien eine ausgesprochen interessante Rolle gespielt haben. Nach der Räumung der Plätze streuten die Bewegungen in die Barrios, in die Nachbarschaften, ohne sich zu zerstreuen. Dies war möglich, weil neben den vielen jungen Leuten, die sozusagen zum ersten Mal dazugekommen waren, zahlreiche lokale Initiativen, linke Gruppen, gewerkschaftliche Basisorganisationen und Nachbarschaftsorganisationen von Beginn an Träger und Teil der Bewegungen waren. Damit verbunden war ein Strategiewechsel, man könnte das nennen vom Symbolischen, also den Platzbesetzungen und den Protesten, hin zum Materiellen, nämlich den Interventionen in konkrete soziale Verhältnisse. Solidarische Netzwerke und Strukturen wurden auf den Weg gebracht, die in der Lage sind, einerseits die unmittelbaren Alltagsbedürfnisse und Nöte zu befriedigen, auf Basis gegenseitiger Hilfe, doch andererseits auch diese neuen Massenorganisationen, wie, um ein paar zu nennen, die unterschiedlichen Protestwellen oder Mareas heißt das in Spanien im Gesundheits- und Bildungsbereich, die bereits erwähnte Plattform gegen die Zwangsräumungen, die PA in Spanien, oder eben Solidarity for All, das Netzwerk der Solidarstrukturen in Griechenland. Sie alle beschränkten sich nicht darauf, einfach Hilfe anzubieten, sondern sind selbst Ort politischer Aktion, Organisierung und Schulung geworden. Sie sind die Basis der Reorganisierung und der Eroberung der Zivilgesellschaft. So konnte in Spanien wie in Griechenland die Basis verbreitert werden, weit über die üblichen linken Milieus und Aktiven hinaus. Etwas, was zum Beispiel der globalisierungskritischen Bewegung auch auf ihrem Höhepunkt nie gelungen war. So konnten auch jene prekarisierten oder migrantisch geprägten Klassenfraktionen erreicht werden, die sich nichts mehr von Wahlen oder Demokratie versprechen. Ein Teil zumindest. Viele solidarischen Praxen in der Mitte und unten lieferten die Grundlage für den Erfolg von Syriza oder der spanischen Kommunalbewegungen in Barcelona, Madrid und vielen anderen Städten. Denn die Bewegungen erkannten schnell, dass es nicht ausreicht, die Zivilgesellschaft zu erobern. Die Regierungen setzten ungerührt ihre perspektivlose Kürzungspolitik fort und verschärften die Repression gegen die Bewegungen, nicht zuletzt in Spanien mit der Ley Mordaza, einem Knebelgesetz könnte man sagen, das quasi alle möglichen Formen von Demonstrationen und Meinungsäußerungen unter Strafe stellt, und zwar hohe Strafen. Die Bewegungen nehmen daher Kurs auf die Eroberung der Institutionen, mit dem Ziel allerdings, diese Institutionen in einem sogenannten konstitutiven Prozess neu zu begründen im Sinne wirklicher Demokratie. Wirkliche Demokratie war ja einer der Slogans bei den Platzbesetzungen. In Spanien, sehr viel mehr als in Griechenland, gibt es ein ganz starkes Bewusstsein dafür, dass es nicht ausreicht, an die Regierung zu kommen, dass vielmehr die Institutionen selbst demokratisiert und umgebaut werden müssen.
Zu beiden Prozessen, Spanien wie Griechenland, habe ich, wie man merkt vielleicht, große Sympathien und arbeite eng mit den jeweiligen Akteuren zusammen. Aber ich wäre ja auch ein schlechter Partner, wenn ich nicht auch eine solidarische Kritik hätte. Im Fall von Podemos und Juan dann vielleicht meine Sicht korrigieren und ergänzen. Zu Griechenland oder vom Scheitern einer verbindenden Partei. Unzählige Riots und Generalstreiks waren wichtige symbolische Aktionen zu Beginn der Krisenproteste 2009. Doch sie erschöpften sich auch rasch. Der entscheidende Punkt kam mit den Platzbesetzungen in Nordafrika und Spanien, als beispielgebend dann mit der Besetzung des Syntagma-Platzes in Athen. Dort begann auch der Aufstieg Syrizas, weil es ihnen gelang, dort nicht mit den üblichen Symbolen und Fahnen für ihre Partei zu werben, so parolenmäßig, sondern sich als Einzelne in die Debatten einzumischen, etwa gegen rechte Vereinigungsversuche der Platzbesetzungen. Sie lieferten eine Infrastruktur für die Platzbesetzungen und vor allem, sie hörten zu. Es gelang ihnen, die Stimmung, die Leidenschaften und politischen Botschaften aufzugreifen. Syriza symbolisierte sozusagen einen Verdichtungspunkt, der die zivilgesellschaftliche Selbstorganisierung und den Protest in die Perspektive der Ergreifung der Regierungsmacht übersetzte. Und sie repräsentierten den Geist des Protestes für viele jenseits der politisch Aktiven, nicht zuletzt in den unteren gesellschaftlichen Klassen und Gruppen. Die Partei verband dies mit sehr weitgehenden Veränderungen der politischen Struktur der eigenen Organisation und entwickelte enge institutionelle, ja organische Verbindungen mit den Bewegungen. So wurde zusammen mit Bewegungen das Netzwerk Solidarity for All gegründet, ich erwähnte es bereits, um die Solidarstrukturen landesweit zu vernetzen und zu stärken. Jeder Abgeordnete musste einen Beitrag, und zwar einen ziemlich wesentlichen Teil seiner Bezüge für den Solidaritätsfonds von Solidarity for All abführen. Und von den Mitarbeitern der Abgeordneten wurde jeweils mindestens einer oder mehr für die Arbeit in den Bewegungen freigestellt. Es gab also sehr gute Verbindungen in die Bewegung. Die Partei war als Infrastruktur für den Aufbau der Solidarbewegung enorm bedeutsam. Syriza ist dabei selbst von Bewegungen durchdrungen. Etliche ihrer einfachen Mitglieder, aber auch Funktionäre der Partei, sowie Parlamentsabgeordnete oder eben die Mitarbeiter der Abgeordneten, sind nicht nur in Syriza, sondern seit Jahren selbst in außerparlamentarischen Initiativen und Kämpfen aktiv. Syriza war in die Bewegung präsent, aber hat nie versucht, sie zu kontrollieren. Die Partei steht damit für einen neuen Typus von Partei, der eben am ehesten durch Mimmo Porcaros Begriff einer verbindenden Partei charakterisiert werden kann. Es handelt sich um eine Partei, die angesichts einer fragmentierten sozialen und politischen Situation nicht mehr als klassische Massenpartei mit dem alten Avantgarde-Anspruch, aber auch nicht einfach als Koalition unterschiedlicher Parteien funktionieren kann, sondern als Koalition unterschiedlicher Parteien, und Syriza ist ja als Parteienkoalition ursprünglich angetreten, der verschiedenen und zivilgesellschaftlichen Organisationen in einem, also Parteien, zivilgesellschaftliche Organisationen, in anderen Ländern auch Gewerkschaften. Die unterschiedlichen Partner der verbündeten Partei erfüllen verschiedene Rollen und Funktionen und jeder Partner kann, je nach Situation, zum Anführer der gesamten Front werden. Eine verbündete Partei macht dabei die sozialen und kulturellen Spannungen zwischen und innerhalb der subalternen Klassen, also der untergeordneten Klassen, sowie ihre Überwindung zum expliziten Gegenstand der politischen Analyse und Strategiebildung. Das Konzept der verbindenden gesellschaftlichen Partei lässt sich also nicht auf die bürgerliche Partei reduzieren, also nicht allein auf Syriza als Parteiapparat, sondern umschließt sozusagen ein Geflecht von... Jetzt wird es auf einmal lauter, ist das okay? Ein Geflecht von sowohl... Sind alle wieder reingegangen. Besser? Nee. Man kann nichts einstellen. Verstehst du mal was? Wer macht das? Geht das? Nee. Ich fasse einmal runter vielleicht. Lala. Jetzt nicht.
Jetzt geht gar nichts mehr. Sonst muss ich einfach so laut reden. Weil jetzt geht gar nichts mehr. So, geht's jetzt wieder? Hallo? Ja. Ah. Also, die verbindende Partei als ein Geflecht sowohl von institutionellen Strukturen wie zivilgesellschaftlichen Strukturen. Allerdings gelang es Syriza später kaum einen umgekehrten Weg, also von den Impulsen der Bewegung in die Partei besser zu gewährleisten, wie es eben zur Zeit der Platzbesetzung noch funktionierte. Oder Zitat des ehemaligen Generalsekretärs Tassos Koronakis: Wir haben es nicht geschafft, eine aktive Beziehung zur Gesellschaft standzuhalten, aufrechtzuerhalten. In diesem Sinne mangelnder Öffnung gab es dann am Ende kaum noch einen Unterschied zu den alten Parteien von ND oder PASOK. Ziemlich niederschmetternd. Also dieser konkrete Versuch, bei allen Erfolgen einer verbindenden Partei ist zunächst einmal gescheitert. Dafür gibt es viele Gründe. Die Regierung hat den geschichtlichen Moment direkt nach dem Wahlsieg verpasst und sich gegen die vereinbarte Strategie entschieden, die vorsah, die sofortige Zahlungsfähigkeit zu erklären, um damit die Position zu verbessern. Stattdessen gingen sie in Verhandlungen ohne Vorbedingungen, auf die sie eigentlich nicht vorbereitet waren, sagen sie auch selbst. Noch wichtiger vielleicht, die Übernahme der institutionellen Regierungsmacht ist nicht der Moment der Ablösung des Bewegungsmoments. Mit dem Regierungsantritt müsste vielmehr die Selbstorganisierung in allen Bereichen noch verstärkt werden. Es müssten neue verbindende Praxen zwischen den unterschiedlichen Funktionen von Regierung, Partei, Bewegung und gesellschaftlicher Selbstorganisation entwickelt werden, statt stellvertretend für die Bewegungen und die Wähler zu agieren und von Fall zu Fall die Bewegungen anzurufen, um für die Regierung zu mobilisieren, wie beim Referendum. Doch, man muss auch sagen, in aller Kürze, um vielleicht scheitern können zu können wie Syriza, müsste man erstmal so weit kommen, so erfolgreich sein. Hinter dieser Erfahrung sollten wir auch für die BRD oder andere Länder nicht zurückfallen, also was Syriza überhaupt hat so groß werden lassen, unter spezifischen Bedingungen natürlich. Zweitens Spanien. Man könnte es nennen Populismus versus verbindende populare Plattformen. Nach den Platzbesetzungen und der Organisation der Solidarstrukturen begann eine kleine Gruppe um Pablo Iglesias den geschichtlichen Moment richtig zu lesen und gründete Podemos. Die Partei ist also nicht aus den Bewegungen hervorgegangen, wie so gerne geschrieben wird, sondern ist eher im klassischen Sinne eine Kaderpartei mit charismatischem Führungspersonal, das aber im richtigen Moment die Initiative ergriffen hat, eine Initiative, die Izquierda Unida, also die Vereinigte Linke in Spanien zum Beispiel, verpasst hatte. Podemos hat dabei jedoch wichtige Impulse aus den Bewegungen der Platzbesetzung aufgenommen, auch wieder übersetzt sozusagen, in die institutionelle Ebene. Aber seither hat sich ihr Charakter auch deutlich verändert. Podemos verfolgt dem Theoretiker Ernesto Laclau folgend eine Option, man könnte sagen, des diskursiv konstruierten Populismus, der die Konvergenz der vielen unterschiedlichen Gruppen und Forderungen, Identitäten und Kulturen eben vor allem in diskursiven Akten zusammenbindet und verdichten will. Die Strategie ist stark auf Repräsentation in den Medien und Versammlungen gerichtet, richtet sich auf einen klaren Gegner, die Kaste, und operiert mit dem, was Laclau einen leeren Signifikanten nennt, also etwas, was nicht so genau definiert ist, aber doch klar genug für das Neue steht, in das viele sich hinein interpretieren, hineindenken können. Das kann ein schlichter Name sein, wie Podemos, wir können es sozusagen aufnehmend aus den Bewegungen, oder auch einzelne Figuren und Repräsentanten wie Pablo Iglesias selbst. Die Elemente der Selbstorganisation, zum Beispiel die Zirkel, die zunächst großen Zulauf hatten, also Zirkel sind sozusagen die Basisorganisationen von Podemos, die einen sehr großen Zulauf hatten
und in denen viele sich organisierten, wurden in den Mechanismen zur Entscheidungsfindung nach und nach marginalisiert, relativ schnell. Dies hat auch mit der auf der klar aufbauenden Hypothese Podemos, wie es Iñigo Errejón nennt, die Nummer 2 sozusagen hinter Iglesias, zu tun. Diese Hypothese geht davon aus, dass der Bewegungsmoment längst vergangen ist, die Bewegungen abgeflaut waren. Man könnte sagen, kontrafaktisch zum realen Geschehen, wie ein Blick auf die Protestwellen der Mareas, immer wiederkehrende Massenproteste oder eben die Bewegung der gegen die Zwangsräumung, die ja eine neue Massenorganisation ist, deutlich machen könnten. Statt ergänzend ein Instrument zur Eroberung der institutionellen Macht zu schaffen, soll es an die Stelle der Bewegungen treten. Keine verbindende Partei, sondern ein klassischer Führungsanspruch, verbunden mit der Überhöhung, meiner Ansicht nach, der diskursiven Konstruktion von Hegemonie statt realer Verankerung in der Gesellschaft. Das brachte auch organisationspolitische Probleme einer Partei mit sich, die eigentlich keine entwickelten Strukturen hat, was ohnehin extrem schwierig ist bei einer so jungen Partei, die sich daher aber auf wenige Kader stützen muss, weil man sozusagen die neu entstandenen Strukturen gar nicht nutzt. Statt die Organisation zu öffnen, verfolgte die Führungsspitze eine massive Hierarchisierung, um das Erscheinungsbild in den Medien zu kontrollieren. Man war immerhin im Wahlkampf, da wollte man nichts riskieren, was man ja irgendwie auch verstehen kann. Auch gegen den Aufstand von großen Teilen der Basis und zahlreichen Funktionsträgerinnen. Eine Öffnung wird auf den Moment nach der Wahl geschoben, was angesichts der angezielten Regierungsübernahme zumindest fraglich erscheint. Eine Kooperation mit der erneuerten Izquierda Unida unter Alberto Garzón, der auch sozusagen bei Kings der Emme und den Platzbesetzungen und so, wie viele aus dieser jüngeren Schicht, die jetzt die Verantwortung bei der Izquierda Unida übernommen haben, mit denen eine Vereinbarung wurde brüsk abgelehnt. Aber auch mit breiten Wahlplattformen, getragen von Bewegungen und Bündnissen, etwa in den Kommunen, tut sich die Führung von Podemos bis heute schwer, und das, obwohl sie bei den Kommunal-, aber auch bei den landesweiten Parlamentswahlen jetzt in Katalonien, in Galizien, in Valencia und anderen Regionen jeweils die besten Ergebnisse erzielten. Damit unterscheidet sich also Podemos deutlich von Syriza, die eher Gramsci folgen, könnte man sagen, eine organisch-populare Option verfolgten, die auf einer alltäglichen und engen Kooperation mit den Bewegungen und Solidarstrukturen aufbaute und von dort aus versuchte, mit der gewonnenen Glaubwürdigkeit auch andere Teile der Bevölkerung zu repräsentieren. Beide Strategien zu verbinden, und das finde ich interessant, in sehr unterschiedlicher Zusammensetzung machen die neuen verbindenden Plattformen auf regionaler und kommunaler Ebene, wie Barcelona en Comú, Ahora Madrid, Marea Atlántica und viele andere. Sie sind es, die verschiedene Bewegungen und unterschiedliche linke Parteien, Selbstorganisation und Repräsentation in ein neues Verhältnis zu bringen versuchen, ohne selbst eine klassische Parteiform anzunehmen. Sie richten sich zunächst an die nicht organisierte gesellschaftliche Mehrheit, an jene, die weder in Bewegung noch Parteien aktiv sind. Ihre Basis sind aber die organisierten Viertel und die Bewegungen. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, es geht nicht um die Orientierung auf sowas wie einen Typus der Bewegungspartei, auch wenn es gelingt, mehr Aktive vor Ort in konkrete Organisierungen einzubeziehen, wäre es ein Fehlschluss, diese Stärkung der Bewegung oder der Partei als zivilgesellschaftlich Verankerte, als sowas wie den Ausdruck der Bevölkerung zu begreifen. Das macht sowohl das Konzept der verbindenden Partei als auch Pablo Iglesias, der von diesem Konzept wahrscheinlich noch nie gehört hat, immer wieder deutlich, dass man das nicht verwechseln darf. Auch wenn man starke Bewegungen hat, das steht noch lange nicht für die Bevölkerung. Die Bewegungen zeigen eben nur einen Ausschnitt von Teilen der Bevölkerung, die über Zeit, über Ressourcen für politisches Engagement verfügen. Das heißt, die Partei oder die Plattform, je nachdem, muss auch Gruppen erreichen, die Bewegungen oft nur schwer oder gar nicht erreichen, die sich von der Politik vielleicht aus gutem Grund abgewendet haben und eine Verankerung allein in den aktiven Teilen der Bevölkerung und allerlei Organisationen und Bewegungen reicht nicht aus. Das war auch einer der Gründungsimpulse von Barcelona en Comú in Barcelona. Damit diese Gruppen der Bevölkerung, die eigentlich nichts mehr mit Politik zu tun haben wollen, nicht von neuen Rechten oder
teilweise protofaschistischen Parteien eingebunden werden oder sich anderen diffusen neuen Formationen anschließen, müsste also eine linke Partei oder eine Plattform als Teil eines linken Mosaiks, sagen wir mal, eine spezifische Funktion erfüllen, nämlich gewissermaßen Anleihen bei einem linken Populismus nehmen. Sie müsste repräsentieren und vielleicht auch mit der gebotenen Vorsicht einige Aspekte einer Politik nutzen, die sich auf persönliches Charisma stützt. Ein postautoritäres Charisma, wie wir es versuchen zu nennen, also einer Gruppe, das durch Überzeugung und Führung gekennzeichnet ist mit der Durchsetzung sozialer Verbesserungen bzw. mit dem Abbau sozialer Zwänge und Nöte, die Handlungsfähigkeit der Einzelnen stärkt, statt stellvertretend zu wirken und Möglichkeiten der Selbstaktivierung und Selbstregierung entwickelt. Repräsentation kann auf diese Art verbindend wirken, freiwillig immer in Erinnerung an die Begründung der postkolonialen Theorie Gayatri Spivak, immer in Gefahr, die Subalternen der eigenen Sprache zu berauben bzw. für ihre Sprache taub zu sein. Repräsentation bleibt immer prekär. So operieren eben nicht nur Syriza und Podemos mit charismatischen Führungspersönlichkeiten, sondern auch Bewegungen wie die Plattform gegen die Zwangsräumungen, deren Sprecherin ja Ada Colau war, bevor sie zu einer Galionsfigur der Krisenproteste in Spanien wurde und dann die Führung von Barcelona in Comun übernommen hat und jetzt Bürgermeisterin in Barcelona ist. Auch Ahora Madrid mit Manuela Carmena, einer ehemaligen Richterin, hat eine solche Person an der Spitze. Das postautoritäre Charisma dieser Köpfe ist weniger ihr persönliches, noch ein durch ein Amt verliehenes, vielmehr verdichtet sich in diesen Personen die Kultur einer Suche nach wirklicher Demokratie, nach neuen solidarischen Umgangsformen. Sie repräsentieren die neuen politischen Formen bzw. die Suche danach. Entfernen sie sich davon, verlieren sie relativ schnell dieses entsprechende Charisma. Alexis Tsipras hat dies schmerzlich erlebt. Auch Pablo Iglesias während des strauchelnden Wahlkampfs und der Hierarchisierung der Parteiorganisation musste viel von dieser Ausstrahlungskraft einbüßen. Postautoritäres Charisma ist daher etwas anderes als das autoritäre Charisma einer tendenziell nicht mehr hinterfragbaren Führungsfigur, die die Macht konzentriert, sei es klassisch Perón in Argentinien oder Chávez in Venezuela oder Lafontaine bei der Linken oder Merkel oder wie auch immer. Mit Blick auf die kommunalen Plattformen und die sie tragenden Bewegungen wird sicher eher am Prinzip der Delegation als der Repräsentation orientiert. Also es gibt eine starke Repräsentanz der Bewegungen und Nachbarschaftsorganisationen in der Organisation auf institutioneller Ebene. Wichtiger ist jedoch die Orientierung auf Öffnung der Apparate und staatlichen Institutionen, die offenen Consultas, also Versammlungen und Anhörungen, die Verlagerung von Entscheidungen in Nachbarschaftsräte und andere Räte sowie die Förderung der für die Selbstorganisation aus der Regierung heraus. Das sind Dinge, die man so ansatzweise jetzt oder relativ stark eigentlich schon in Barcelona, Madrid und anderswo feststellen kann. Denn, das ist so besonders wichtig auch, zunächst absorbiert der Einzug in Regierungspositionen, egal ob Griechenland oder Spanien, Personal aus den Bewegungen in die Institutionen. Die Regierung muss also die Selbstorganisation befördern und dafür Ressourcen zur Verfügung stellen und Kontrolle abgeben. Die Partei oder Plattform muss als Teil der Bewegung, als organisierende Kraft selbst aktiv sein und darf sich nicht auf den institutionellen Raum allein verlassen. Eine zu schlichte Arbeitsteilung funktioniert eben nicht. Da Partei im Parlament, hier Bewegung in der Zivilgesellschaft. Das funktioniert nicht. Auf landesweiter Ebene ist eine solche Plattform bisher nicht gelungen in Spanien. Die Initiative Ahora en Común, die die Dynamik der Besetzung der kommunalen Erfahrungen auf eine höhere Ebene anstrebte, ist krachend gescheitert. Aber nun ist die alte Regierung abgewählt. Ob eine neue Regierung des Wechsels, wie es heißt, zustande kommt, entscheidet sich just in diesen Tagen. Sofern die sozialistische PSOE, Podemos und die Vereinigte Linke dem Beispiel Portugals folgen und eine Mitte-Links-Regierung gegen die Austerität bilden, erreichen sie zwar weniger als nötig, aber doch vielleicht genug, um einen Unterschied zu machen. Die griechische Regierung war ja auch so machtlos, weil sie ganz allein war.
3 Anti-Austeritätsregierungen und in Irland könnte im Frühjahr eine weitere folgen, bilden eine andere Machtbasis und einen anderen Attraktionspunkt für eine Bedrängnis geratene Sozialdemokratie wie etwa in Italien. Schon fertig. Ja, dann mache ich, also, wenn hier schon so gerufen wird, mache ich an dieser Stelle wirklich Schluss und Marlott wird dann den Rest machen. I want to first of all thanks to the organizer for inviting me and to talk in behalf of Podemos today. I'm gonna try to not repeat so much because I think that Mario has done a real good analysis about populist parties and the new left-wing populists, and I'm gonna try to describe the conditions and try to talk a little bit about the economic crisis, how this economic crisis has affected the situation in Spain, the social impact and the possibilities for the emergence of this party, Podemos. Well, I'm gonna talk about different dimensions of the crisis, the economic crisis, social crisis and political crisis, but it's necessary to clarify that it's only for analytical purposes, because in reality they are really intertwined, they are really connected, it's so difficult to differentiate in reality. But just to have a big picture of the conditions in Spain, I'm gonna comment some issues related to the economic crisis in Spain. This economic crisis has to do with the general crisis in Europe. It's a financial crisis, but in Spain it's especially strong because the credit-based economy that we have in Spain and the housing market economy. And this produces accumulated debt in the private sector that explain why we have now 100% of the GDP in Spanish debt that we have already paid back to the banks, the citizens in Spain. And the financial crisis provoked a cut in this credit and the closure of many companies, the rise of the unemployment rate in Spain, and all the social consequences that probably you know. But I think that it's useful to try to contextualize this to take into account that this crisis is a crisis of a model. From my point of view, it's a crisis of a European and global model of accumulation and the specific mode of regulation. And I want to mention some key issues that maybe help to understand what is this historical process that led to this current crisis that we are living in Spain with specific effects. Well, the so-called Washington Consensus is is the consensus about the main exponents were Thatcher and Reagan, and it's about how to redefine the political and economical lines in Europe and at the global level. Has to do with the first cuts in the welfare state, the financialization, the so-called financialization of the economical landscape. The end of the West-East conflict in 1989 produced a turning point at the European level, and later with the European Union enlargement. And the Maastricht Treaty was the implementation or the ratification of these measures. Has to do with the free market, the free mobility of factors of production, the so-called flexibility of the labor force in Europe in 1992. Later we have then in 1999 the European Monetary Union, that is, I consider that is a extension of these economic policies in the same line, trying to control especially the wage income, trying to control to have monetary control in Europe with the euro currency. And another important point that has to do with this country is the reform, the 2010 reform of Gerhard Schröder, I don't know if I'm pronouncing correctly, and the Gruny, this is the 2010 agenda. And this has to do also with the liberalization of the German capital, the
the introduction of many funds from the funds of inversion from the United States, and has to do also with the implementation of this model of cuts in the welfare state, liberalization, privatization. Okay, why I'm explaining that? Because I consider that we have to take into account that this is the crisis of this mode of accumulation in Europe that we are living now, and that we should challenge. In order to think about alternative, we should think about alternative to this model, not alternative in terms of change some kind of government. Later we can reflect about that. And this has another implication, that is the design of the European Union. The European Union has been designed in accordance with this political and economical model throughout these last 30 years, more or less. Well, I'm going to comment some data about the social impact in Spain of the crisis to have some idea, maybe you know, but you can see in the table how these indicators of poverty in Spain was increasing during the last 5 years. And if you want the data of this last year, in 2015, that theoretically we have an economy growing in Spain with 3% of the growth of the GDP in Spain, 20% more of the population is demanding for benefits, for basic needs. And we have also the phenomenon of the migration that partially hides these effects of the crisis, because there is no young people, and in proportional terms, when the state is measuring the unemployment of young people, they are not counting the amount of people that is abroad, like me, for example. Well, what is the analytical, what is the political ambit of the crisis? This has to do with what kind of responses we are going to give collectively to this crisis, and the Spanish population is thinking about what is going to be, who is going to be the main actors that is going to offer these responses before the crisis. And we live, Mario has commented before about the M15, the experience and expression of the crisis of legitimacy of the elites in Spain, the traditional political parties. And this really open an opportunity to different alternatives in Spain. This leads to the emergence of the political party Podemos, that many analysts has called populist. That is really controversial term. Later maybe we can discuss more in deep about what is populism. But I'm gonna use here populism in the sense of a diagnosis of the situation. I think that there are two main definitions of populism. You can use populism in terms of political situation, in terms of you have a specific political situation, populist situation in terms of la law, or you can define populism in terms of a discursive approach, a strategy, a populist strategy, and a specific discourse of the political representatives. But if we use this definition about populism like a political situation, a political momentum, we can understand some preconditions that we need for the emergence of these populist parties or these populist alternatives. And in Spain, is this crisis of representation of traditional parties, that you need this kind of voice of representation, many social demands that don't find any response in the political elites, in the traditional political parties. But you need also, from my point of view, a lack of a real alternative, in this case from the left. I mean, the emergence of populist parties also express the lack of a solid alternative from the left that is integrated in the social imaginary. I mean, that this explanation that I have done about the history of neoliberalism, you can say with these key points, these key events, try to explain how the neoliberalism has become a really hegemonic imaginary, you know, in the people. It's not only a policy of the elites, it's also some kind of common sense in terms of Gramsci. And I think that we should take into account this lack of a solid alternative, because sometimes we only analyze populism in terms of a strategy, a failed strategy, maybe criticizing in terms of
we should change this strategy and try to move to a more radical, more left strategy in the political parties. But it's important to take into account that this, the emergence of populism is due to the to some kind of crisis of the left or a defensive stand of the left. Well, I'm going to mention some potentialities that can have this populist strategy. And for example, always the party leadership of Podemos try to explain that we live a moment of crisis of representation in which are emerging, as Mario has explained, many political parties, for example, in France, in the United Kingdom, here with Alternative für Deutschland, that are trying to take advantage of this situation and try to offer an alternative. Then in this moment, the populist strategy, from the view of somebody, try to offer a rapid and urgent solution for the representation of the people. This strategy also has the ability to reach more people in this kind of broad discourse of the elites against the people and this kind of broad or lax identification of the people without differentiation. And this permits to reach a broader sector of the population, not only the traditional target of the class parties. And it also permits the flexibility of the political leadership in this case. They can. The content is not so strongly conditioning the action of the political leadership, and they can move. They can use different strategies. But we should also reflect about the limitation, and I think that Mario has talked about that, about the power distribution. We have witnessed in some of these parties that we can name populist parties or left-wing populists, some tendency to accumulate the power, some tendency to accumulate the power in the party leadership in order to have this flexibility to move in the different with the different discourse that need the populist strategy. And this also is connected with the lack of the channels to connect with the bases and the labor movement also. And there is a problem of creating a real conscious and autonomous basis in this kind of parties if you priorize this populist strategy, only focusing in this flexibility and this accumulation of power in the party leadership. Well, to finish, and later maybe we can discuss a little bit more about that, is that I think from Podemos that we should have a discussion about how to generate really a counter power in the political party. Nowadays we have many circles in different sites. We have the local branch here in Berlin, but the circles have problems to really find a regular channels to collaborate, a real channels to affect. I'm not saying that there is no links, then there is no possibility to really propose something to the party leadership, but there is a necessity to try to regularize these channels, a necessity to try to redistribute this political power within the party. And I think also that is really a priority to think about what is going to be the position of the political party Podemos about the labor movement, because we consider that without a real engagement of this new political formation in the rearticulation of the labor movement, we are not going to be able to implement any real change in the social. And the last point is the European level. Obviously, it's another challenge that we have. Try to politicize this level. Try to include in the discourses this level in the Spanish political landscape. Because, for instance, in the last election, general election, we had not been hearing anything about the limitation, the constraints that we are going to have in order to implement a social program. I'm talking about a reformist program, but it's not possible nowadays. It's not possible nowadays if you really don't create a counterpower, network counterpower in Europe with another European forces.
And this is an issue that is not in the agenda of the parties that are in the left, included the political party that I'm representing here. Then I think that it's really an urgency to try to think in these two points: the reorganization of the labor movement and what is going to be the role of the new political parties, if we are going to move to a party movement that is going to be able to really take a part in this rearticulation of the labor movement, and the issue of the creation of a European network. Later we can discuss about the different formulas, the Varoufakis formula about the Plan B, or some kind of alternative formula. But these are two lines in which we should be able to work and advance. Thanks so much. Die drei Fragen hängen ja irgendwie zusammen und alle mit den ganz aktuellen Geschichten. Dass Podemos in Verhandlungen überhaupt geht, hat unter anderem unmittelbar damit zu tun, dass Pablo Iglesias vorher in Portugal war. Natürlich haben sie vorher schon lange überlegt, was zu tun sei. Aber das portugiesische Beispiel hat schon nochmal gezeigt, dass man auch mit einer Sozialdemokratie, die sich nicht ganz offen erklärt hat für einen Bruch mit der Austeritätspolitik, jedenfalls es nicht bewiesen hat in den letzten, sagen wir mal, Monaten, ein, zwei Jahren oder sowas, sondern in Portugal eher, naja, sagen wir ruhig, eine durchaus rechte Sozialdemokratie war, im Fall der Fälle sehr schnell sich das ändern kann, ist alles sehr prekär, deswegen würde ich auch nicht von linken Regierungen sprechen, macht da auch niemand, sondern Mitte-Links-Regierungen, die nur ein einziges Ziel haben: die Austeritätspolitik in dieser harten Form zu beenden. Noch nicht mal die Austeritätspolitik an sich zu beenden, aber in dieser harten Form zu beenden. Und das war auch der Anreiz für Podemos, nochmal diese Initiative zu starten, weil man will auch nicht das Feld einfach den etablierten Parteien hinten überlassen oder gar der gefährlichen Situation, dass mit Ciudadanos eine andere populistische Partei in Spanien entstanden ist, die, wenn man es überspitzt sagen will, eine Partei des Kapitals ist, im wahrsten Sinne des Wortes, finanziert von den Großbanken und Konzernen. Und dass die mit den Sozialisten, eventuell sogar mit der Rechten, eine Regierung bilden, will man auf jeden Fall vermeiden. Und Neuwahlen sind im Moment auch sehr schwierig in Spanien, weil eben durch die regionalistischen Prozesse und Medien und schafft man es nochmal, so ein gutes Ergebnis hinzubekommen, alles sehr unsicher. Also versucht man das, was geht jetzt im Moment. Die Frage nach, ihr beide hattet ja eigentlich, Katalonien ist da ganz entscheidend oder auch den anderen Unabhängigkeitsbewegungen, weil Podemos ziemlich klar gemacht hat, und sie haben auch gar keine andere Wahl, dass das Recht zu entscheiden eines ist, was ganz wichtig für sie ist. Weil sonst kriegen sie ja die Bündnisse in Katalonien, in Galicien, in Valencia, aber auch, die sind nicht Teil davon, aber sind natürlich, spielen auch eine Rolle, wenn man die Izquierda Unida dabei haben will, ist die Basken gleich mit am Tisch. Das geht nicht, wenn man sozusagen einen Diskurs fährt, nein, die Regionen dürfen nicht entscheiden und der spanische Zentralstaat ist das oberste Prinzip. Das ist die Aussage der Sozialistischen Partei. Und das ist der entscheidende Knackpunkt. Und da weicht Iglesias zwar ein bisschen seine Position auf, aber letztlich wird man all diese Stimmen brauchen, um eine halbwegs funktionierende Regierung zu bilden. Also allein an dieser Frage wird es ganz entscheidend sein. Eingehend dann nochmal auf Katalonien, habe ich eine sehr ambivalente Haltung. Ich glaube, niemand kann wirklich sagen, was sich da jetzt eigentlich wirklich ereignen wird. Es gibt zwei Haltungen von links dazu. Das eine ist sozusagen, dass es mit der 15M-Bewegung und allem, was danach kam, zum ersten Mal gelungen ist, über diese regionalistischen Tendenzen hinaus etwas Gemeinsames zu schaffen, was sozusagen die sozialen und demokratischen Aspekte in den Vordergrund stellt
und die sogenannten Nationalistischen an den Rand drängt. Das ist auch eine Strategie, die Barcelona in Kommunen sehr stark gemacht hat, also die, die jetzt auch den Bürgermeisterin stellt und die Podemos auch verficht. Zugleich sind sie natürlich für das Recht auf Selbstbestimmung in diesen Ländern. Sie sagen nicht auf Unabhängigkeit, sondern auf Selbstbestimmung. Die andere Lesart ist, also die haben die Befürchtung, dass über die Diskurse der Unabhängigkeit es ganz rasch in einen nationalistischen Diskurs übergeht, insbesondere natürlich, weil es auch starke rechte Tendenzen bei diesen Unabhängigkeitsbewegungen und Parteien gibt und dass man das nicht kontrollieren kann und dann schnell in so Nationalitätenkram wird. Die andere linke Position ist, insbesondere von den eben linken, radikalen Linken in Katalonien oder anderen Regionen, die Unabhängigkeitsbewegungen haben, zu sagen, das ist schon richtig, die Gefahr ist da, aber wir haben ein sehr instrumentelles Verhältnis zu den eher bürgerlichen oder rechten Unabhängigkeitsbestrebungen, beziehungsweise im Baskenland gibt es überhaupt keine Berührungspunkte. Wir machen das nur in Katalonien, um den Unabhängigkeitsprozess jetzt in Gang zu bringen, weil über den lässt sich mehr bewegen als über irgendeine Podemos- oder Nicht-Podemos-Regierung. Denn mit dem Bruch mit dem spanischen Staat fangen ja die Verhandlungen, der konstitutionelle Prozess überhaupt erst statt. Und die Hoffnung ist, oder die Behauptung, kann man sagen, dass mittlerweile die Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien so stark links geprägt ist, dass sozusagen die neue Verfassung, die neue Struktur dann eine stark von sozialen und demokratischen Aspekten getragen sein wird. Und dann man ja in Verhandlungen treten kann mit dem Rest Spaniens, sozusagen, wie denn eigentlich die Verhältnisse dann zueinander sein sollen. Sehr prekäre Strategie, wie ich finde, aber ich kann auch nicht sagen, dass das Quatsch ist, weil wer weiß das schon. Im Falle Schottlands hat sich ja auch gezeigt, dass sozusagen über so einen Unabhängigkeitsdiskurs man durchaus auch die linke Karte spielen kann. Corbyn macht das jetzt sehr abgeschwächt in Großbritannien generell gegenüber der EU. Also es ist nicht so, dass, wenn man auch in die Geschichte kurs, Unabhängigkeitsbewegungen per se rechts- oder nationalistisch sein müssen. Ich meine, die ganzen Befreiungsbewegungen der 60er Jahre oder so waren ja Befreiungsbewegungen, wenn auch ihr Ende dann doch ein nicht so schönes war meistens. Insofern würde ich sagen, auch da eine offene politische Situation. Yes. Okay, I'm going to answer the first question that is so difficult question about what is going to happen or what are the most probable scenarios that we may witness in Spain. I don't know, but maybe I can clarify that there is some kind of hypothesis that Podemos is using, that is that Socialist Party is not able to really implement a real change in terms of policies, in terms of redistributions, in terms of more incomes and more money for the welfare state. I'm talking about this kind of reforms, not a change of the capitalist system. And Socialist Party is not able to do that because really have a specific structure, so linked to the banks, so linked to specific companies in Spain. And then the strategy, the long-term strategy, I suppose, and I would say that is try to gain for Podemos the majority or the basis of the Socialist Party. Okay, this is the ultimate goal, because with a 20% of the popular vote in Spain, Podemos is not able neither to implement reforms or to challenge any neoliberal tendency of the policies. Then this proposal, I think that you never know, but I think that is more like a challenge in order to push this possible split within the Socialist Party that is already happening. In the Socialist Party is already split now. There is an internal struggle within the Socialist Party between some kind of representative of the Socialist Party with the bases and the main traditional leadership of the Socialist Party that is surviving yet. And I think that this is a try to push this struggle and try to accelerate this struggle and to put the Socialist Party in a dilemma.
But the problem is so risky to do that. I mean that this kind of strategy somehow can make confusion in the people in terms of what is your strategy, if it's clear or not. And we will see with the time. But I think that now I can say that I really don't see really probable the coalition between Podemos and Socialist Party in a government, I mean. Socialist Party want a government without Podemos and without Ciudadanos. It's a new right-wing party in Spain that have 15% of the popular vote. And they are looking for a government Socialist Party supported, but without the government of citizens, this new party, and Podemos. Socialist Party is looking for this option. And Podemos has done this strategy of offering a government of Podemos and Socialist Party in order to challenge this strategy. Why? Because otherwise Podemos is going to appear like that they are not supporting a left-wing government. Then this is part of the strategy. I'm not saying that I support this strategy, but it's part of the hypothesis that are managing the party leadership in Podemos. And about the results, I'm not able to predict anything now. Just I think that we are going to witness a split of the Socialist Party, and we are going to witness probably a new election. That I'm not quite sure. About nationalism, I don't want to repeat because I haven't understood all that you have said, but I think that it's a complicated situation. We have in Catalonia some popular forces that are working in a via that is the independence. For example, the CUP, that is really is the more closer to a party movement that we have in Spain, and they are working on this via, even knowing that they are working beside the right-wing parties. I mean, the conservative parties in Catalonia with the major cuts in Catalonia ever in the history, and they are working beside these guys, this Convergencia, this the political party of right-wing. This having this kind of agreement in order to go to the independence, and later this left-wing party, the CUP, think that it's going to open a new scenario in favor of popular classes. That is going to be better to negotiate with the bourgeoisie in Catalonia than not with the Spanish state. But the problem of that is that probably the European financial system is not going to allow, you know, this independence. That's the problem. Then I think that they are working, looking to this via, and they are also looking to the via of Podemos, that is saying we are going to open a discussion and common discussion in Spain, and the Catalonian and the Basque Country population is going to be able to vote. And the equilibrium is really, really precarious in this sense. But instrumentalized by the Catalonian process, I don't think so. I really think that they are working in two vias, and they are trying to play with the two vias, the independence and the via of Podemos, that I really believe that is the via that you can think that is going to be able to open some kind of process of change in the Spanish states. But not because I'm not independent for the independence. It's because I consider that without the possibility of open a discussion about the Spanish constitution in the Spanish state is not going to be, without this, it's not going to be possible to open a discussion in Catalonia. Because the material conditions, the economic links and the financial links between Catalonia, Spain and the European level. That's all. Leben in Zeiten der multiplen Krise, studentische Ringvorlesung an der Uni Kassel.